Danke. Zweiter Hinweis, eine Bitte, bitte schreibt keine Fragen in den Zoom-Chat und vor allem nicht an alle. Also im Notfall oder bei technischen Fragen könnt ihr euch bei Joelle hier unter Verspec zu sehen anschreiben oder sie hat euch in der Infomail auch ihre Handynummer zur Verfügung gestellt. Und genau in dieser Infomail ist auch ein Link zu dem Pad, wo ihr aber sehr gerne Fragen stellen könnt, auch anonym, auch mit Namen. Dort werden wir diese sammeln und auch ordnen und dann schauen wir, wie weit wir mit der Beantwortung der Fragen dann kommen. Nun, die siebte Verspec-Veranstaltung heißt Verantwortung Kodex für Institutionen. Die Idee kam aus dem Verspec-Vorstand. Konzipiert, organisiert und koordiniert wurde es von einer Arbeitsgruppe bestehend aus Joelle Jobin. Heute sieht man sie eben unter Verspec. Sie leitet die Verspec-Geschäftsstelle seit November 2021 und heute ist sie für einen Input und für die Zoom-Regie zuständig. Weiter als Diana Rojas Feile, genau, kurz winken. Danke, Diana. Und als mir, wir sind beide vom Verspec-Vorstand. Der Blogschreiber heute ist der Autor und Performer Ralf Darayil. Ralf, vielleicht kurz, genau, aus Berlin, richtig, heute? Ja, vielen Dank, Ralf, schön bist du dabei. Und trotz des aktuellen, trotz des virtuellen Daseins heute haben wir auch heute ein Gastgeberhaus, das Schlachthaus Theater Bern, heute vertreten durch die Leiterin Maike Lex und auch eine der zukünftigen Co-Leiterinnen ist heute dabei. Ich gebe jetzt kurz das Wort an Maike. Vielen Dank, Gabi. Vielen Dank, Verspec, für diese Einladung, für diese Gelegenheit, wenn auch nur virtuell, digital Host zu sein, Gastgeber, gastgebendes Haus zu sein. Ich bin Maike Lex, aktuell Geschäftsleiterin und künstlerische Leiterin des Schlachthaustheaters in Bern. Und ja, als ihr vor einigen Wochen oder Monaten auf uns zugekommen seid und gefragt habt, ob wir uns vorstellen könnten, eben gastgebendes Haus zu sein, hat uns das eigentlich, also hat mich das sozusagen aufgefordert oder inspiriert dazu, eben das als auch Moment zu nehmen, um mit meinen Nachfolgerinnen, Lisa Fix ist eben heute hier bei uns auch mit dabei, dieses Thema aufzunehmen. Also um es konkret zu sagen, wir sind im Schlachthaustheater eben im Moment in einem sozusagen Übergangsprozess oder Transformationsprozess. Ich leite das Haus jetzt noch 3 Monate und dann genau, wird es übernommen von einer dreiköpfigen Co-Leitung. Wir sind seit Januar dabei, diesen Übergang zu gestalten und natürlich spielt da Fair Play, Informationsfluss, Transparenz, aber auch Fragen wie, was für ein Leitbild haben wir, eine große Rolle. Und deswegen dachten wir, es wäre ein guter Moment, um uns hier auch gemeinsam einzubringen und vorzustellen. Insofern vielen Dank für diese Gelegenheit, dass wir hier dabei sein können. Lisa, möchtest du noch etwas ergänzen oder etwas zu unserer Situation sagen? Ich kann mich da eigentlich nur anschließen. Ich hoffe, ihr versteht mich hier auf Reisen. Super. Ich freue mich einfach auf den Austausch und bin ganz neugierig, wie wir die Aspekte von dem Kodex, der jetzt ja auch neu, unter anderem neu für mich war, aber in den Themen selbst jetzt auch nicht unbekannt, genau, wie wir diese Aspekte besser umsetzen können in der Arbeit direkt. Also und aber auch, welche schon umgesetzt werden und wie. Also das bin ich jetzt sehr neugierig und bin auch dankbar für diesen Pool, der hier gestaltet worden ist in den letzten Jahren oder Monaten. Ich weiß es gar nicht genau. Ja, in dem Sinne. In dem Sinne, herzlich willkommen im Schlachthaustheater.
Vielen Dank. Vielen Dank, Maike. Vielen Dank, Lisa. Dann gehen wir weiter. Jetzt ganz kurz noch ein paar Worte zu Verspec. Ich sehe, dass die allermeisten eigentlich schon an einer oder an mehreren Veranstaltungen dabei waren, aber vielleicht so als gemeinsames Stand möchte ich so kurz, eben wie Lisa erwähnt hat, die letzten Jahre sind eigentlich mehrere Monate und das ist jetzt das zweite Verspec-Jahr. Ganz kurz zu Verspec. Die Idee ist aus der freien Szene heraus entstanden. Es ist eine Initiative und die Initiative Verspec hatte sich zum Ziel gesetzt, ethische Richtlinien und Arbeitsbedingungen in der freien Szene zu erarbeiten. Im ersten Verspec-Jahr, das war August 2020, zwischen August 2020 und Juni 2021, fanden eine Kick-Off, 5 Themenveranstaltungen und eine Konferenz statt und das Ziel mit über 150 Teilnehmenden. Und das Ziel war, einen Kodex für die Bühnenschaffende zu erarbeiten. Und tatsächlich ist dieser Kodex in seiner Art einzigartig im deutschsprachigen Raum, ist im Juni 2021 erschienen, auch zu unterzeichnen. Und wenn noch nicht unterzeichnet hat, nur zu, es ist auf unserer Website zu finden. Seit dem August, das heißt in diesem zweiten Verspec-Jahr, sind wir dran, neben der Verbreitung des Kodex auch die Entwicklung von Maßnahmen, Entwicklung der verbindlicher Maßnahmen zu verfolgen. Das bedeutet, nach Wegen und Möglichkeiten zu suchen, wie der Kodex umgesetzt werden kann, an Häusern, in Organisationen, in Strukturen. Und natürlich fragen wir immer wieder, ob er dort in diesen Institutionen umgesetzt werden kann. Deshalb ist es für Verspec sehr wichtig, diesen Austausch mit Spielstätten, Produktionshäusern, Förderstellen und ganz, ganz wichtig auch mit Ausbildungsstätten. So sind wir auch bei der heutigen Veranstaltung. Die meisten von euch sind Vertreter von Häusern, von Produktionshäusern, von Förderstellen und Institutionen. Das Ziel ist heute, konkrete Schritte, Fragen, Probleme und möglicherweise auch Erkenntnisse aus der Praxis, aus eurem Alltag zu teilen, zu reflektieren und sammeln. Es werden heute natürlich nicht alle Fragen beantwortet, aber aus dem Austausch und aus der Diskussion können wir alle Inputs, Ideen und Inspiration für die eigene Praxis mitnehmen. Der Anlass hat 2 Teile. In der ersten Stunde, im ersten Teil, hören wir verschiedene Inputs, unter anderem von Joël, die wichtigsten Punkte aus den Gesprächen mit Institutionen benennt, die bei Verspec gemeldet haben. Nachher folgt ein Input von Diana beziehungsweise ein Gespräch zwischen Diana und Michel Akanji von der Gessnerallee Co-Leitung. Hallo Michel, schön bist du da. Und dann folgen 3 sehr, sehr kurze Inputs, sehr sportlich, von 3 Organisationen, die eben an den erwähnten Gesprächen teilgenommen haben. Ganz kurz hier der Reihe nach Linda Zobrist vom Tanzplan Ost, Guillaume Guillen vom Tanzhaus und Marcel Hörler vom Festival Blickfelder. Nach einer kurzen Pause im zweiten Teil könnt ihr auch mitdiskutieren, zunächst in Kleingruppen und nachher im Plenum. Nach Zeitplan werden wir um 12 Uhr fertig sein. Der Link, über den ihr eben die Fragen stellen könnt, habt ihr in dieser Mail vielleicht schon jetzt öffnen, dann könnt ihr das direkt schon einschreiben. Ich wünsche euch, uns allen, 2 inspirierende und spannende Stunden und gebe ich das Wort an Joël. Danke, Gabi. Guten Morgen auch von meiner Seite. Ich würde gerne kurz zusammenfassen, was in diesen Interviews zur Sprache kam. Ich habe also mit 6 Institutionen im Januar so kurze Einzelgespräche geführt von 30 Minuten, um so ein bisschen herauszufinden, welche Themen werden von allen angesprochen und auch um das effizient zu halten für die Institutionen. Ich hoffe, das war auch effizient. Genau. Und um herauszufinden, wo gibt es auch eben Überschneidungen. In diesen kurzen Gesprächen ging es um einige Fragen, wie zum Beispiel, wo stellen sich im Arbeitsalltag Fair Practice Fragen, sprich im Leitungsteam,
als auch in der Zusammenarbeit mit den Künstlerinnen und Künstlern? Und in welchen Momenten sind Hierarchien im Arbeitsalltag problematisch? Was oft genannt wurde, war dieses sozusagen natürliche Macht- und Abhängigkeitsverhältnis zwischen Künstlerinnen und Institutionen. Also Künstlerinnen können nicht immer für ihre Bedürfnisse einstehen, da sie ja Folgeengagements benötigen und in einer gewissen Abhängigkeit stehen. Ein weiterer Punkt ist, dass Hierarchien ja durchaus vorhanden sind, aber vertuscht werden zum Teil. Es ist also nicht klar, wer macht wem Vorschläge zu inhaltlichen Entscheidungen und wie frei ist man auch als Künstler, diese Vorschläge abzulehnen. Dann, sobald mehrere Parteien involviert sind, hat man verschiedene Ansprüche, zum Beispiel eben zwischen Technik und Künstlerin und Administration. Es braucht also ein konstruktives Miteinander und oft entsteht aber eher ein Gegeneinander und unter Druck, also sprich kurz vor der Premiere, verschärfen sich solche Konflikte. Zudem gibt es auch Konflikte, die von Einzelkünstlerinnen angesprochen werden, die dann individuell scheinen. Und wenn man aber sich austauscht, merkt man, das sind eigentlich strukturelle Probleme, die sich eben bei einzelnen Menschen dann äußern. Und daher ist ein Austausch wichtig und auch ein Blick fürs Ganze. Ein weiterer Punkt, der genannt wurde, war die fehlende Diversität im Personal. Solange also keine Chancengleichheit in der Ausbildung besteht, stellt sich die Frage, muss man positiv diskriminieren, also Menschen aus marginalisierten Gruppen sozusagen bevorzugen in einem ersten Schritt. Ein weiterer Punkt ist die Frage nach der Zusammensetzung von Vorständen. Viele kleinere Institutionen arbeiten ja mit diesem Modell, dass sie ein Verein sind. Und beim Vorstand, der oft ehrenamtlich ist, ist es auch schwierig, eine Diversität herzustellen, zum Beispiel in Bezug aufs Alter, wenn man den Vorstand verjüngen möchte. Ist es nicht ganz leicht, weil junge Kulturschaffende am Anfang der Karriere haben nicht so viel Kapazität für Ehrenämter und kostenlose Arbeit. Es gibt bei Institutionen, die sich in der Transformation befinden, also in der Transformation der Strukturen, das Personal aber gleich bleibt, stellt sich die Frage der Organisationsentwicklung, wie geht man als Institution mit neuen Strukturen um, wie gehen die einzelnen Mitarbeitenden damit um. Und ich glaube, ein wichtiger Punkt, der ja auch genannt wurde, ist das realistische Planen. Also welches Pensum wird für welche Arbeit benötigt. Bei der Vereinsform gibt es auch die Problematik, dass der Vorstand, der ja ehrenamtlich ist, hierarchisch höher gestellt ist. Das heißt, das Wissenszentrum ist bei den Mitarbeitenden, der Vorstand trifft aber Entscheidungen, muss sozusagen immer zeitintensiv abgedatet werden, um dann Entscheidungen treffen zu können und ist aber normalerweise nicht nah genug am Tagesgeschäft. Ein weiterer Punkt ist auch, Zuständigkeiten und Erwartungen sind manchmal nicht geklärt. Also das ist dann intransparent oder es gibt individuelle Diskriminierungserscheinungen. Und was die Institutionen gesagt haben, ist eigentlich, dass es überall einfach, um an diesen Konflikten gut zu arbeiten, braucht es einfach mehr Kommunikation und mehr Transparenz. Dann noch ein letzter Punkt, der angesprochen wurde, ist die Kooperation mit verschiedenen Institutionen untereinander. Da gibt es dann ein Machtgefälle. Also meistens hat die größere Institution oder das etabliertere Haus sitzt am längeren Hebel. Und da gibt es einfach institutionelle Unterschiede, die dann in einer Kooperation zum Tragen kommen. Es sind auch Fragen aufgetaucht in diesen Gesprächen und Wünsche. Zum Beispiel, dass eine kulturspezifische Anlaufstelle für Institutionen helfen würde. Es gibt zwar die Verbände, die für Institutionen relevant sind, wie zum Beispiel RESO und E-Punkt, aber es ist oft nicht ausreichend. Was auch gesagt wurde, dass eine Verschriftlichung wie dieser Kodex es tat, bereits hilft, weil das Benennen macht es schon so ein bisschen, man wird der Sache schon habhafter, denn oft sind das sehr subtile Vorgänge, und eben es hilft, wenn man das Anliegen schon mal formulieren kann. Eine große Frage, die wir uns auch heute in dieser Veranstaltung stellen, wie gelingt eine Verbindlichkeit von einem Kodex? Könnte es zum Beispiel sein, dass Handlungsempfehlungen in Konfliktsituationen helfen würden? Die generelle große Frage, wie kommt man zu mehr Diversität? Was sind da die einzelnen Schritte? Und wie kann man Best-Practice-Beispiele aus der Fairness-Praxis auch sichtbar machen? Und noch die letzte Frage, wie viele Ressourcen investiert eine Institution, um sich mit diesen
Fragen überhaupt auseinandersetzen zu können. Also, was ist da möglich? Genau. Das war jetzt so die Kurzversion von den Themen, die wir besprochen hatten im Vorgang dieser Veranstaltung. Und jetzt gebe ich weiter an, ich glaube, Diana. Danke, Joel. Und anschließend deine Vorstellung. Wir dachten, wir beginnen mit dem Fallbeispiel der Gessner-Allee. Und jetzt rede ich als Teil vom Vorstand, als Treffpunktvertreterin seit 2019. Und wir wollen kurz und schnell über einen internen Prozess erzählen, damit man eine gute Inspiration holen kann. Wie du das schon weißt, das Theaterhaus Gessner-Allee hat ein neues Modell entwickelt in den letzten Jahren, ab der Intendanz von Michel Akanji und Juliane Hahn. Und wir vom Vorstand entwickeln seit Januar 2020, wir bearbeiten unsere Governance Framework. Und ich will kurz erzählen, unseren internen Prozess vom Vorstand und danach werde ich ein Interview an Michelle machen. Deshalb bitte ich Joel, das Bild zu teilen, das ich geschickt habe. Genau, also die Governance Framework von der Gessner-Allee hat 5 Teile, nämlich, ich muss kurz schnell zurückkommen. Genau. Die Governance umfasst die Grundsätze, nach unsere Organisation geführt und gesteuert wird. Das heißt, wir haben einen Auftrag, einen Zweck, wir haben Werte, wir haben Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung der verschiedenen Akteurinnen und Akteuren. Es gibt Grundsätze in Entscheidungen, wie Information und Prozesse und Abläufe, und es gibt Grundsätze des Stakeholder Management. Wir bearbeiten alle die Mission, die Visionen der Leitwerte in Begleitung mit Expertinnen der Organisationsentwicklung und mit der Theaterkoordinatorinnen. Mit Michelle werden wir später ein Interview machen und ihr könnt euch gerne eure Fragen in der iPad schreiben. Vielen Dank, Michelle, dass du dich Zeit genommen hast. Juliane und Michelle bearbeiten die Werte mit einer eigenen Charta mit den Mitarbeitenden. Und wenn ich spreche über Charta, das heißt grob gesagt ein Wertesystem. Und die beinhalten alles, was für diese Intendanz wichtig ist. Wir vom Vorstand erarbeiten aber eine mittelfristige Vision, Mission und Leitbild. Und bei der Entwicklung von diesen Leitwerten haben wir uns in der Vorstand so Arbeitsgruppen kreiert und eine Gruppe hat den Fairspec Codex genommen als Inspirationsquelle und die eigenen Werte in der Institution versuchen abzuklären und entscheiden, was interessiert uns und was nicht. Aber das ist ja klar, dass wir vom Vorstand, wie das Joel vorher gesagt hat, wir sind weit weg von der Praxis. Und deshalb es wäre wichtig für uns dieser Austausch mit der Theaterkoordination. Deshalb würde ich jetzt, Joy, kannst du bitte nicht mehr teilen das Bild? Danke. Würde ich jetzt Michelle begrüßen in der Runde und ich würde dich einfach ein paar Fragen stellen. Und wenn ihr Fragen habt, bitte einfach in das Pad schreiben. Wir werden am Schluss von diesem kurzen Interview darüber sprechen. Michelle, kannst du bitte umreißen, wie eure Charta entstanden ist? Ja, guten Morgen alle miteinander. Also wir sind im August 2020 als neues Team gestartet in der Gessner-Allee. Es gab viele Wechsel im Team. Und dann haben wir nach einem Monat einen ganz großen Teamworkshop gemacht, wo wirklich alle Leute, die an der Gessner-Allee arbeiten, nicht nur Festangestellte, sondern auch Freelancer und so weiter, zusammengekommen sind. Und der Workshop wurde geleitet von unserer Coach, die uns begleitet in diversitätsorientierter Organisationsentwicklung. Dieser Prozess hat zum Ziel, die Institution zu öffnen, nach innen und nach außen. Und das war wie so der Startpunkt, dieser erste gemeinsame Workshop, wo man sich kennenlernte und gleichzeitig eben auch
begonnen hat, sich darüber zu verständigen, nach welchen Werten wollen wir in den kommenden Jahren arbeiten. Und diese Grundlage hatte dann zum Ziel, nachher auch ein Mission Statement zu formulieren, das heute auch auf der Website der Gessner-Allee zu sehen ist. Es war ein langer Prozess. und genau, dieser Workshop war, kann mich jetzt nicht mehr in aller Einzelheit daran erinnern, aber es ging eigentlich darum, ganz viele Inputs von allen möglichen Personen zu verdichten auf wenige Begriffe, von denen wir alle mehr oder weniger das gleiche Verständnis hatten. Was bedeutet das für uns im Arbeitskontext? Genau. Danke. Und welche Werte habt ihr genau ausgewählt und warum genau diese Werte? Ja, also ich kann sie sonst kurz aufzählen. Vielleicht kann man sie auch im Chat irgendwie notieren oder so. Also die Werte waren Vielstimmigkeit, Vielfalt, Mitsprache, Macht, kritisch, Kohärenz, Experiment, Kollaboration, Langfristigkeit, Partnerschaftlichkeit und Transparenz. Das sind ziemlich viele Begriffe. Also man merkt, das Vorhaben war schon von Anfang an sehr groß. Und ja, genau, also das Ziel war eigentlich, mit diesen Begriffen unsere Grundvision zu stützen, nämlich ein Theaterhaus zu sein, das machtkritisch ist, das Inklusion und kulturelle Teilhabe fördert und das eben Kunst und Betrieb miteinander synchronisiert. Also dass Diskurse, die auf der Bühne verhandelt werden, eben auch in der Organisation reflektiert sind. Und diese Werte wären quasi Werte, die uns auf diesem Prozess genauso begleiten sollten. Und welche sind die wichtigsten Erkenntnisse im ganzen Prozess? Es war so ein sehr intensiver Prozess, wie ich das mitgekriegt habe. Was willst du mit uns teilen als Erkenntnis? Also ich glaube, sehr wichtig, also unsere Situation war vielleicht speziell, weil wir uns noch nicht kannten und dann wie so begonnen haben, eigentlich Werte zu teilen miteinander. Und was sicher sehr wichtig ist mit einem neuen, aber vielleicht auch einem alten Team, ist halt eine ständige Synchronisation darüber, was diese Begriffe wirklich bedeuten im Alltag. Also es reicht ja nicht, diese Begriffe füreinander zu definieren, sondern dann wirklich in den Abteilungen zu schauen, was bedeutet Transparenz beispielsweise. Und wo kann Transparenz vielleicht auch nicht gewährleistet werden? Zum Beispiel, also gerade dieses Thema Transparenz kam immer wieder auf in verschiedenen Sitzungen und gewisse Leute haben da gesagt, ja, aber es gibt ja nicht die vollständige Transparenz in einem Haus und in Bezug auf beispielsweise Personalentscheide oder Kündigungen oder so gibt es ja auch dann Grenzen. Man kann nicht in der Gruppe transparent über eben beispielsweise Kündigungen diskutieren, dass man halt, dass man es sich zur Aufgabe nimmt, also diese Werte immer wieder in die Alltagsprozesse einfließen zu lassen und zu sagen, wo funktioniert, also wo können wir diese Werte einhalten und wo auch nicht. Ich glaube, das war sehr wichtig. Vor allem im ersten Jahr. Sehr gut. Und jetzt, wenn du so sprichst von Vereinbarkeit, von diesen Zielen und in der Praxis, wir vom Vorstand haben mit diesem Facebook-Kodex gearbeitet und ich will jetzt eine kurze Übung machen. Und wenn wir zum Beispiel, wenn wir vorschlagen würden,
über den Titel Belastbarkeit, oder? Das haben wir vorher gesprochen. Und in der Fair-Aspect-Codes steht, dass wir gewährleisten, dass Arbeitspensum unsere Aufgaben und den tatsächlichen vorhandenen Ressourcen entspricht und dass Regeneration möglich ist. Pausen werden in der Planung und Umsetzung konsequent beachtet, geringere Belastbarkeit wird respektiert und berücksichtigt. Und es ist kein Ausschlusskriterium. Was ist für dich, du bist nah in der Praxis und auf der operativen Ebene, was bedeutet diese Wert so zu haben und das in der Praxis umzusetzen? Welche Maßnahmen sind nötig und welche sind die Stolpersteine, wenn man das so praktizieren würde? Ja, also ich glaube, das Theatersystem ist ja ein bisschen so aufgebaut, dass in den meisten Positionen sehr große Belastbarkeit einfach eine Voraussetzung ist, um überhaupt Aufgaben erfüllen zu können. Und ja, tatsächlich, also das finde ich eine sehr große Herausforderung, Belastbarkeit. Wir haben, also eine Maßnahme, die wir getroffen haben, ist, dass wir ein Programm machen, das in Zyklen stattfindet. Es gibt 5 Programmzyklen pro Spielzeit und dazwischen Pause. Pause heißt, es wird weiterhin geprobt und natürlich geplant, aber es finden keine Veranstaltungen statt und vom Team hat dann auch niemand Abenddienst, also muss am Abend nicht arbeiten. Und das, glaube ich, ist schon, also ist schon wichtig, so Pausen einzuplanen. Und die Pausen sind dann auch noch so gelegt, dass sie während den Schulferien sind für Eltern mit Schulkindern. Das ist zwar auf der einen Seite hat das, also glaube ich, ist das sehr wichtig so, aber auf der anderen Seite haben wir auch gemerkt, dass wir natürlich nicht weniger Programm machen wollen. Das heißt, wenn es Programm gibt, ist es eher verdichtet und das birgt natürlich auch wieder Stresspotenzial und da sind wir jetzt so am Rausfinden, wie wir Ressourcen gut einteilen können. Und also meine Rolle als Gesamtkoordinatorin ist ja auch in, sage ich jetzt mal, Spielplan- oder Programmsitzungen ist immer die Ressourcenfrage zu stellen auf personeller Ebene und wieso immer darauf ein Auge zu haben, können wir das schaffen, können wir uns das zumuten. Und ja, ich glaube, das war so, das so die große Herausforderung bezüglich Belastbarkeit des Teams zumindest. Und wie ist das? Man weiß, so ich als Regisseurin weiß, dass ich immer mit der technischen Leiter muss ich immer gut ankommen, wenn ich eine große Produktion will und die Technik gut funktioniert. Was braucht man, damit dieses Thema innerhalb von einer Institution in eine faire Art und Weise besprechen kann und entwickeln kann? Welche sind die Stolpersteine? Oder was wäre nötig, um so gut miteinander anzukommen, dass alle glücklich sind oder wenigstens nicht ein komisches Gefühl gibt, dass wir so viele Ressourcen da investieren und für die andere Seite wenig? Also es ist ja auch in der Zusammenarbeit mit Künstlerinnen sehr unterschiedlich, welche Ressourcen gefordert werden. Und ein Grundsatz, den wir haben, das steht auch so plus minus in unserer Mission, ist, dass man halt, also dass wenn man Gleichberechtigung schaffen will, dass es wichtig ist, nicht davon auszugehen, dass alle die gleichen Voraussetzungen mitbringen. Und dass man entsprechend halt den Bedürfnissen auf einer partnerschaftlichen Ebene versucht herauszufinden, wo müssen wir uns gegenseitig ergänzen und ein ehrliches Gespräch auch darüber führt. Ich glaube, das ist auch etwas, was wir sehr mantramäßig wiederholen, gerade in der Zusammenarbeit zwischen Technik und KünstlerInnen und auch im Vorfeld, bevor die Gruppen ans Haus kommen, das auch schon im Team so besprechen, was sind irgendwie spezielle Bedürfnisse. Und was wir auch noch
geschaffen haben, ist so eine Arbeitsgruppe Welcome. Also das ist so, sind so Leute aus dem Team, aus dem festangestellten Team, die immer dafür da sind. Also eine Person aus dieser Gruppe ist dafür da, Buddy zu sein für eine KünstlerInnengruppe und sie nicht auf inhaltlicher Ebene zu begleiten, sondern eben auf dieser Bedürfnisebene und auch das immer wieder abzufragen, wie die Zusammenarbeit gerade läuft und genau, was für Bedürfnisse da sind. Hey, super, vielen Dank, Michelle, dass du in Schleswig-Holstein Alltagszeit gefunden hast und diese Erfahrungen mit uns zu teilen. Joel, gibt es Fragen von den iPad oder können wir weiter zu den nächsten Inputs? Nein, es gibt keine Fragen. Gut, dann gehen wir weiter zu den Inputs, würde ich sagen. Ja, danke Diana und danke Michelle. Jetzt kommen wir zu den sogenannten Kurzinputs, die sind wirklich sehr sportlich, schon mal jetzt. Vielen Dank im Voraus an Marcel, Guillaume und Linda. Bei mir ist Linda da in der Reihe. Bist du da, Linda? Ja, ich bin da. Okay, super. Linda ist vom Tanzplan Ost und IG Tanz Ost. Entschuldigung, IG, Verein IG Tanz Ost. Entschuldigung für die Verwirrung. Ich gebe dir das Wort, nicht, dass wir viel Zeit verlieren. Ja. Ja, ich habe mich, also mein Name ist Linda Zobris, Pronomen Sie. Ich bin Projektleiterin für Tanzplan Ost. Das ist ein Förderprojekt für den zeitgenössischen Tanz. Ich habe mich entschieden, jetzt die Informationen darüber sehr klein zu halten, weil, wie Gabi gesagt hat, wir müssen das schnell sein. Wichtig zu wissen ist, dass das Projekt, wie Gabi auch gesagt hat, vom Trägerverein IG Tanz Ost organisiert ist, weil es ist relevant für mein Thema. Was uns beschäftigt hat in der letzten Zeit, in den letzten Jahren, ist das Thema, das Joel erwähnt hat, dass dieses Gefälle zwischen Vorstand und Angestellten. Bei uns ist es so, wir sind eine minimal kleine Organisation und dies hat mich auch stark motiviert, hier ein bisschen mitzuarbeiten, weil ich finde, als Kleinstunternehmen sind die Voraussetzungen oft etwas anders. Die Strukturen sind so von Natur aus, beziehungsweise von den Ressourcen aus, etwas weniger breit und dementsprechend oft auch tendenziell ist man etwas weniger professionell aufgestellt, mit weniger Personen, die weniger Fachwissen mitbringen, aus den verschiedenen Bereichen, die es braucht. Genau, es ist einfach eine Herausforderung, ganz allgemein in allen Bereichen, wenn man als Verein organisiert ist mit professionellen Angestellten. Das ist das Thema der Wissenshierarchie, es ist viel Know-how bei den Mitarbeitern, die auch ständig so bei den Arbeitsinhalten und Abläufen sind. Und der Vorstand hat eine arbeitgebende Rolle, ist aber ehrenamtlich und sehr viel weiter weg von den Inhalten. Das ist automatisch so, weil sie ehrenamtlich sind, aber auch per Definition. Bei uns wurde dieses Gefälle sehr stark ersichtlich. Es gab einen Fall, wo eine mitarbeitende Person etwas überraschend und etwas unklar begründet entlassen wurde. Und hier hat sich dieser Graben sehr stark gezeigt. Einerseits so diese Entscheidungsmacht des Vorstandes, die war davor nicht so stark spürbar. Es hat sich so ein bisschen angefühlt wie eine flache Hierarchie und das wurde uns auch sehr klar, oder ist meine Meinung immer stärker, dass ich finde, so diese flache Hierarchie ist ein bisschen uninformiertes Wunschdenken, wenn die Organisationsform dies nicht anbietet. Genau, und das führt dann zu Verantwortungsdiffusion. Genau, und hier ist uns dann klar geworden, einerseits eben diese Entscheidungsmacht ist stark beim Vorstand, dann dieser Mangel an Wissen über Prozesse vom Vorstand, also das hätte eine strategische Entscheidung sein sollen, in dem Fall zum Beispiel, in welcher Regelmäßigkeit müssen einflussreiche Mitarbeitende allenfalls ausgewechselt werden und wie kann dieser Prozess institutionalisiert werden und somit konfliktfrei verlaufen. Und dazu kam so ein mangelndes Bewusstsein für organisationale Planungsrhythmen. Also es war ein sehr ungünstiger Zeitpunkt und das war dem Vorstand nicht klar.
und auch ein bisschen so ein Mangel an Verantwortungsbewusstsein gegenüber Mitarbeitenden. Inzwischen haben wir dann aufgrund dieses Konfliktes sehr stark sind wir so über Grundlagendokumente, also wir haben das Organigramm sehr stark überarbeitet oder geschärft. Das führt dann halt dazu, dass sich auch Verträge verändern oder angepasst werden müssen und einfach so diese Verantwortung klären und Kompetenzen schärfen. Und es hat auch eine Statutenanpassung gegeben. Wir haben, um dazu zu kommen, viele repräsentative Betriebsprozesse wirklich aufgezeichnet und durchgespielt und so das Bewusstsein bei allen geschärft. Das war dann wirklich zum Teil ein bisschen jetzt für uns Mitarbeitende ein bisschen beängstigend, wie unklar das für gewisse Vorstandsmitglieder ist. Und ich glaube, das klingt jetzt so ein bisschen abwertend. Ich meine es überhaupt nicht so. Ich glaube, das ist sehr oft der Fall, dass diese Rollenklärung nicht so stark stattfindet. Genau. Und was auch dazu kam, war so ein Pflichtenheft, eine Art Pflichtenheft für den Vorstand. Das hatten wir auch davor nicht. Und ich glaube, das haben auch viele, gerade so kleine Betriebe nicht. Das ist jetzt auch Teil der Statuten, aber noch ein bisschen ausformulierter, auch ein Grundlagendokument. Inzwischen ist für mich klar, dass gerade in so kleinen Betrieben, in denen das Wissen und die zeitlichen Ressourcen vielleicht nicht vorhanden sind, finde ich, braucht es Hilfe von außen. Und jetzt in unserem Fall wäre es einfach super gewesen, wenn wir uns die vorher geholt hätten und wirklich zusammen diese Grundlagen erarbeitet hätten und nicht erst in Konflikt fallen. Genau. Ich denke, ich bin so langsam am Ende meiner Zeit. Ich könnte da noch viel mehr dazu sagen oder auch weitere Beispiele, die damit zusammenhängen, nennen. Ich denke einfach wirklich, dass dieses Wissen von außen wäre vielleicht so ein Thema, dass man sich auch gemeinsam mit als Branche aneignen könnte. Und die Rede war von Herrn Forster von einer kulturspezifischen Anlaufstelle. Und ich finde aber sehr wichtig zu sagen, es geht oft so um sehr grundsätzliches Arbeitsrecht. Und ich denke, hier darf man nicht vergessen, mir ist auch von Gewerkschaften haben hier so viel Wissen und wir müssen hier das Rad auch nicht neu erfinden. So, ich denke, hier können wir auch an Wissen anknüpfen, was da ist, weil es sind wirklich oft diese grundsätzlichen Arbeitsrechte, die wir so als gegeben ansehen, aber in unserer Branche ist das oft nicht so klar, weil die Anstellungsverhältnisse oft anders sind als so sehr traditionelle Verhältnisse. Gut, ich gebe weiter. Vielen Dank, Linda. Ja, es ist wirklich sehr schwierig in kurzer Zeit all das anzusprechen, aber sehr, sehr spannend, sehr dicht. Ich gebe jetzt weiter an Marcel Hörler. Er ist im Co-Leitungsteam beim Festival Blickfelder. Marcel, du hast das Wort. Ja, herzlichen Dank, Gabi. Hallo zusammen. Ich versuche mich sehr kurz zu halten. Ich bin seit einem Jahr in der Co-Leitung des Blickfelder Festivals mit dabei. Ich komme eigentlich so aus dem Master Art Education, Curatorial Studies. Ich habe mich dort in der Masterarbeit so mit Diskriminierungskritik auseinandergesetzt in Kulturbetrieben. Und das war so einer der Aspekte, den ich in die Organisation einbringen wollte. Oder eigentlich immer noch versuche. Und da habe ich es natürlich mal per se, würde ich sagen, ist ein bisschen schwieriger als weißer Cis-Mann, privilegiert, würde ich mal behaupten, da irgendwie diskriminierungskritisch etwas zu machen. Ich habe es aber trotzdem versucht. Und ein Beispiel war zum Beispiel im Vorstand. Das sind jetzt im Moment 4 Personen und da wollten wir 2 neue Personen dazu holen und haben uns dann überlegt, okay, wie können wir da vorangehen? Und da haben wir sehr viel Zeit aufgewendet, um überhaupt sein Wording zu finden bei dieser Ausschreibung. Und wir waren da auch in Kontakt mit Reem Kadum, die uns ein Stück weit auch beraten hat. Und bei der Ausschreibung war es uns, vor allem mir auch wichtig, nicht zu sagen, okay, was wir eigentlich suchen, also was für Personen wir in den Vorstand wollen, sondern eben zuerst zu schauen, okay, welche Personen sind da eigentlich im Vorstand drin. Und die Ausschreibung haben wir dann so aufgegleist, dass wir sagen, okay,
Alle aktuellen Vorstandsmitglieder sind weiß, sind able-bodied, sind deutschsprachig. Und wie möchten wir eigentlich dieses, wie möchten wir divers und inklusiver werden? Haben wir dann eben gesagt, okay, wir möchten diesem Thema dieser Unterrepräsentation eigentlich mehr Raum geben. Und haben wir dann gesagt, hey, wir suchen nachdrücklich eben Personen aus unterrepräsentierten Gruppen, die sich als nicht weiß oder als behindert bezeichnen. Und das klingt jetzt alles so ziemlich locker so, aber bis wir eigentlich zu diesem Punkt gekommen sind, um das mal auszusprechen, das hat sehr viel Zeit in Anspruch genommen. Und das überschneidet sich auch so ein bisschen mit dieser Critical Diversity Literacy. Das ist so eine Theorie von der Kommunikationswissenschaftlerin Melissa Stein. Das ist eigentlich sehr ein gutes Grundlagenwissen zu diskriminierungskritischem Wissen. Und da geht es unter anderem eben auch darum, dass es wichtig ist, wie eben so Differenzkategorien wie Geschlecht, sexuelle Orientierung, dass das eben alles sozial hergestellt wird. Und eben auch ein weiterer Punkt, der eben mit dieser Ausschreibung dann auch zusammengehängt, ist, dass es eine Sprache braucht, also eine Sprache verfügen, Begriffe kennen, um Ungleichheit oder eben auch Herrschaftsverhältnisse benennen zu können. Und das ist so ein andauernder Prozess, an dem wir eigentlich so arbeiten. Super, vielen Dank, Marcel. Jetzt gebe ich an Guillaume hier weiter vom Tanzhaus. Guillaume, bitte. Hallo zusammen, ich bin Guillaume, verantwortlich für die Vermittlung im Tanzhaus seit 6 Jahren jetzt. Ich huste ein bisschen, aber ich hoffe, dass ich nicht unterbrochen werde. Ich vertrete Katja Löpfe, die Leiterin vom Tanzhaus, die nicht heute kommen konnte. Und diese Botschaft, die sie mir vermittelt hat, besteht vor allem auf 3 Punkte. Das heißt, dass die Künstler, Künstlerinnen im Zentrum vom Geschäft sind, sonst wäre das Tanzhaus eine schöne, aber leere Schale. Und dass diese Thematik, die ich glaube, alle jetzt beschäftigen, sind für uns so große Fragen wie Inklusion, Diversität oder Nachhaltigkeit, anders gesagt auch Ökologie. Und das ist so prozesshaft gedacht. Das heißt, so wir denken, dass eine Fehlerkultur ist noch erstattet, aber immerhin unser Bewusstsein zu steigern. Natürlich sind wir auch sehr mit unserer Transformation jetzt beschäftigt, im Ziel von einer gewissen Sensibilisierung und oder anders gesagt auch eine Professionalisierung unseres Teams. Und das geht auch durch ganz konkrete Beispiele wie ein Workshop gegen sexuelle Belästigung oder ein Workshop hoffentlich im September, die heißt Sensibility, die Perspektiven wechseln mit Behinderung ermöglicht. Der Vorstand hat uns auch ein Code of Conduct vorgeschlagen und durch diese Transformationsworkshops mit externen Coaches möchten wir auch gewissen Werten neu wie die Gesnerallee denken. Bezüglich unserer Kommunikation versuchen wir reaktiv zu sein, wie zum Beispiel als die Black Artists von Switzerland einen offenen Brief publiziert hatten, aber wir bleiben noch, vorsichtig. Das heißt, wir versuchen noch einmal, wie diese Kommunikation prozesshaft zu denken und nicht immer top-down. Und wir haben zum Beispiel auch ganz, ganz pragmatisch in unsere Signaturen überall unsere Pronomen benutzt. Dann, was ich noch sagen kann, dass wir wieder uns für den Workshop Start Diversität beim Provetia uns bewerben möchten. Wir haben das letzte Jahr erst nicht gekriegt, wahrscheinlich weil wir ein bisschen zu vorwärts sind. Aber wir versuchen nochmal. Apropos Diversität ist unser Team diverser geworden. Das ist super. Aber vor allem, weil es das ist Top-MitarbeiterInnen. Und bezüglich Inklusion ist unser Team nicht an diesem Punkt mit leitender Funktion von Leuten mit Behinderung, obwohl 2 Mitarbeiter eine Erfahrung von psychischen Erschütterungen haben. Und Machttheater, vielleicht kennt ihr diese Gruppe, das ist ein Verein für eine Ausbildung eigentlich für Jugendlichen und jungen Erwachsene mit Down-Syndrom, die jetzt im Kontakt mit unserem Café sind, für mögliche vielleicht so Zusammenarbeit, mal schauen.
Und für mich, was mich betrifft in der Vermittlung, das ist wirklich diese Idee von Empathie, die auch Teil vom Kodex ist, im Sinne von einer Augenhöhe-Kommunikation. Und eine Theoretikerin, die wir hatten, Monika Gillette, hat auch von Radical Care gesprochen. Und das ist etwas, die mich viel für meinen Safe Space motiviert. Und 1:1 bedeutet auch bei jeder KünstlerInnen-Anfrage, manchmal bin ich auch dafür verantwortlich, dass wir wirklich überall an alle eine Antwort geben, was in gewissen Institutionen vielleicht noch nicht immer der Fall ist. Dann bezüglich fairen Gagen haben wir einfach eine große Aufmerksamkeit auf Fair Practice. Ich kann auch dazu schnell das auch gerne empfehlen, das ist diese Richtlinien von RESO, aber vor allem bezüglich Geld folgen wir einfach die Richtlinien von T-Punkt. Und bezüglich Covid haben wir alles auch doppelt bezahlt, sobald eine Vorstellung verschoben oder abgesagt wurde. Und vielleicht noch zu schlussendlich, was Michel mir hatte gesagt, das hat mich auch aufgefallen bezüglich Transparenz. Ich merke, an gewissen Momenten ist Transparenz vielleicht schwieriger an anderen. Und ich habe diese Frage von Zeitlichkeit. Wem kann eine richtige Transparenz kriegen bezüglich auch Sensibilitäten? Und ich glaube, das ist auch ein Moment, wo Respekt wichtig ist, aber auch zu denken, was können wir kommunizieren, was nicht, damit es kein zusätzliches Problem bringt, aber eigentlich konstruktiv bleibt. Voilà. Danke sehr. Vielen Dank, Guillaume. Nochmals vielen Dank an euch drei unter diesem Druck, obwohl wir das gar nicht wollen, die Input zu machen. Es war sehr, sehr spannend. Jetzt kämen wir zur Pause. Ich frage schnell bei Diana und Joel nach, ob das soweit okay ist. Wir haben eine kleine Verschiebung, also im Zeitplan, aber das, ich glaube, dann machen wir das bei unseren Punkten am Ende da, eine Umdisponierung. Es ist jetzt 10.50 Uhr, also 5 Minuten Pause. Wir sehen uns 10.55 Uhr. Wieder da. Danke. Wir machen jetzt unseren zweiten Teil. Die 4 Inputs im ersten Teil haben einige Beispiele und Reflexionen aufgezeigt. Und jetzt wollen wir gemeinsam reflektieren, was es bedeuten würde, wenn man den Fairspec-Kodex als Inspiration nimmt, um in Theaterbetrieb oder in der Organisation anwenden würde, um Verbindlichkeit zu schaffen. Dafür haben wir 25 Minuten, jetzt haben wir weniger Zeit. Und wir werden 4 Gruppen machen und in 4 Breakout-Rooms arbeiten. Den Gruppen ist eine der 3 Kategorien dem Kodex zugeteilt. Das heißt, die 2 Gruppen wird dieselbe Kategorie zugeteilt. Die 3 Kategorien sind 1, persönliche Motive, 2 Kommunikation und 3 Zusammenarbeit. Ich glaube, ich hoffe, im Voraus könnte ich euch einen Blick an unsere Kodex werfen. Und in jeder Gruppe werden wir einen Wert auswählen und über diese Werte sprechen. Und es wäre wichtig, dass in jeder Gruppe eine Sprecher oder Sprecherin ist, dass danach im Plenum eure Erkenntnisse präsentiert. Und dann könnt ihr gemeinsam den Kodex anschauen, eure Kategorie suchen und über deren Werte ganz kurz reflektieren. Dann wählt ein Wert und dann fragen sich, was wir jetzt vorher gemacht haben, zum Beispiel mit Michelle, wie würdest du diesen Wert in deiner Institution anwenden? Welche Maßnahmen sind nötig, um das umzusetzen und welche sind die Stolpersteine oder welche Ressourcen wären nötig, zeitlich und finanziell? Das Ziel ist, dass ihr am Ende die Gedanken aus den Gruppen mit uns allen teilt und dafür haben wir eben auch danach 20 Minuten geplant. Gut, dann wenn wir uns kurz erinnern, nochmal zu wiederholen über die Reflexion an den heutigen Tag, das wir mit Michel gemacht haben. Und wir haben über den Wert Belastbarkeit gesprochen, dann das wäre so ein gutes Beispiel, das uns in der Arbeitsgruppe helfen würde. Das heißt, ich wiederhole nochmal, Joel wird das danach im Chat wieder schreiben. Erstens, man wählt einen Sprecher oder Sprecherin in der Gruppe aus. Danach zweitens, der Kodex, eure Kategorie suchen und einen Wert aus dieser Kategorie auswählen.
Dann drittens eine Diskussion und wie würde diese Welt in deiner Institution oder Festival oder Projekt anwenden? Und dann viertens, welche Maßnahmen wären nötig und wo sind die Schwierigkeiten? Und am Ende versucht bitte ein Fazit zu machen, damit danach eine Sprecher oder Sprecherin das im Plenum präsentieren kann. Wie gesagt, Joel will nachher die Informationen im Chat anwenden und jetzt würde Joel uns in Breakout Rooms teilen und wir brauchen 2-3 Minuten, damit sie uns organisieren kann in den verschiedenen Gruppen. Und jetzt wäre die Frage, habt ihr Fragen über den Ablauf oder das reicht als Information? Wenn jemand eine Frage hat, dann kann kurz schnell die Hand heben und wenn nicht, dann kann man sich einfach führen lassen. Ich glaube, es gibt keine Fragen. Deshalb glaube ich, Joel, du kannst die Breakouts Room machen. Entschuldigung, noch vielleicht ja? Ralf, noch vielleicht, dass Ralf wandert, vielleicht das noch. Ja, genau. Ralf wird hin und her wandern. Ralf, unsere Protokollführerin von der heutigen Tag. Und deshalb sich nicht irritieren lassen, wenn er schleichend reinkommen und wieder rausgehen. Okay, also bin bereit mit den Session, starte jetzt. Genau. Und Joel will uns immer wieder zeigen, wie viel Zeit uns übrig bleibt. Vielen Dank, Joel.
danke euch schon mal jetzt. Ich sehe, dass wir jetzt 22 sind, aber ich sehe alle, genau, das ist doch gut. Jetzt brauche ich einfach Hilfe. Ich würde gerne, also nach Nummerierung, glaube ich, gell, Joel, hatten wir 1, 2, 3, 4, dass die Gruppe 1 das Wort bekommt. Beziehungsweise gehen wir nach den Kriterien, oder? Das wäre am einfachsten, Entschuldigung. War das die Gruppe 1 wahrscheinlich? Sind wir das? Die persönlichen Motive? Genau, richtig, ja. Mhm. Könnt ihr bitte nochmals, ich habe vergessen, was die drei, also wir haben Selbstreflexion gewählt und das andere war Empathie und das dritte ist mir irgendwie entwischt. Verantwortung war das, glaube ich. Okay, gut. Also wir haben Selbstreflexion gewählt, weil es uns alle sehr betrifft und wir haben auch gemerkt, dass Empathie und, wir haben Selbstreflexion gewählt. Wir haben gemerkt, dass Empathie und Verantwortung auch reinspielen. Und in unseren Organisationen läuft schon sehr viel dazu. Zum Beispiel die Dampfzentrale hat ein Transformationsprojekt für die und will sich zur agilen Organisation transformieren. Wir haben gemerkt, dass wir bereits Selbstreflexion machen, aber es ist uns nicht so klar, wie wir das machen, sondern wir nehmen einfach die Outputs davon wahr. Also wir stoßen dann einen Transformationsprozess an oder führen Dinge ein, wie zum Beispiel ein Check-in, Check-out bei Meetings, aber es war uns nicht so klar, wie machen wir eigentlich Selbstreflexion. Einige von uns, also zum Beispiel wir, das Tanzbüro, wir haben ein externes Coaching, wo wir uns, also ich als Geschäftsleiterin und Vorstandsmitglieder selbst beobachten und auch Best Practices austauschen und Ratschläge einholen. Und die Idee ist eigentlich, dass wir danach unsere Mitglieder auch coachen könnten. Genau, eine Frage war oder ein Stolperstein war, wie schafft man es, alle ins Boot zu holen, auch wenn es beispielsweise ehrenamtliche Mitglieder sind, weil wir ja genau unseren Werten verpflichtet sein möchten und nicht vom Top-Down einen Transformationsprozess einführen. Da kam ein Stolperstein, ein Riesenstolperstein, sind die Ressourcen, die nicht vorhandenen. Und eine Idee war, einerseits mehr Finanzierung zu suchen oder auch den Output rückzufahren, um damit mehr Ressourcen freizuschaffen, um genau diese Transformation machen zu können. Und Kommunikation war extrem wichtig. Also Line hat gesagt, immer wieder mit dem Team darüber sprechen, auch da ist wieder das Thema Empathie, die Ängste und Bedenken im Team aufzunehmen. Und grundsätzlich auch eine wachsende und lernende Organisation sein zu wollen, also sich so zu definieren. Ja, ich weiß nicht, ob die anderen Gruppenmitglieder noch eine Ergänzung haben. Vielen Dank, Ursula, und für die Gruppe. Jetzt kommen wir zur Gruppe Kommunikation. Das wären dann wir. Ja, danke. Wir haben uns dem Thema Transparenz angenommen und haben uns da vor allem auf die Zusammenarbeit und den Informationsfluss zwischen Vorstand und Team haben wir hier besprochen, weil das für uns alle ein Thema ist, das mit sehr vielen Stolpersteinen verbunden ist, beziehungsweise auch immer wieder einer Reflexion und Arbeit. Wie arbeiten wir zusammen? Hier wird ja auch gefordert, dass man alle Informationen jedem jederzeit zugänglich machen soll. Teilweise ist das dann immer wirklich sinnvoll, dass alle immer überall über alles Bescheid wissen. Es gibt ja auch rechtliche Grenzen, wenn es um persönliche Daten geht. Also hier nochmal auch zu schauen, was ist wo, und wir erleben alle, dass das halt immer wieder mit dem Vorstand, der auf der strategischen Ebene mitdenkt, und das Team, das auf der operativen Ebene mitreden sollte, dass das einfach auch schwierig ist, dadurch, dass der Vorstand ja freiwillig arbeitet und ehrenamtlich und Chef ist von professionell arbeitenden Menschen. Hier hat Petra auch ein Beispiel gebracht, wie sie die Strukturen etwas oder den Informationsfluss versuchen
zu verbessern, indem dass das Team direkt Kontakt aufnehmen kann mit dem Vorstand, also nicht über die Geschäftsleitung gehen muss, sondern direkt Themen einbringen kann und der Vorstand kann die dann einbringen und aufnehmen und gemeinsam diskutieren. Wir haben auch über verschiedene Maßnahmen gesprochen, von Struktur, also strukturierten Vorstandssitzungen übers Jahr verteilt, dass man sagt, diese 4 oder 5 Daten sind immer im gleichen Monat und es werden dann mal Budget besprochen. Also einfach, dass man hier auch eine Struktur reinbringt. Weiter war auch, haben wir darüber diskutiert, dass auch der informelle Austausch noch wichtig wäre, weil das ist ja auch sehr vertrauensfördernd. Aber ich glaube, wir sind uns alle einig, dass das ein Thema ist, das einfach immer wieder der Überarbeitung und genauem Hinschauen und auch Versuch, wie kann man diese Informationsflüsse verbessern, die Zusammenarbeit verbessern, dass das wahrscheinlich ein Ongoing-Thema sein wird. Ihr dürft gerne ergänzen, wenn ich was vergessen habe. Ja, was vielleicht noch spannend war, ist so die Frage, das hast auch Peter gesagt, mit der Bring- und Hol-Schule. Wer hat die Verantwortung zu kommunizieren? Das führt in eine Frage, die mich beschäftigt, so wie kann man Verantwortung auch teilen, was Transparenz angeht und Kommunikation angeht. So. Vielen Dank, Delphine und Linda und der Gruppe. Jetzt kommen wir zur Kategorie Zusammenarbeit. Dafür hatten wir 2 Gruppen. Ich frage mal, welche war die Gruppe 3? Joelle, sorry, hilfst du mir? Ich weiß nicht auswendig. Dann sage ich mal Guillaumes Gruppe. Das war Gruppe 4, das weiß ich auswendig. Okay. Soll ich sprechen? Ja, gerne. Okay, gut. Also ich versuche das nicht zu chronologisch zu machen mit meinen Notizen, aber wir haben uns vor allem mit dem Thema Belastbarkeit im Vergleich oder in Bezug mit Verbindlichkeit auseinandergesetzt und wir haben uns die Mühe gegeben, als Institutionsvertreter, Vertreterinnen auch mit schwierigen Momenten zu sprechen, weil ich glaube, wir können auch lange Blabla machen, aber das Ziel ist auch zu denken, wie wirken wir, wenn es Engpässe kommen? Weil ich schaue, es wird erwartet von uns, dass wir eben uns strukturell ankern oder besser wirken. Und ich glaube, eine Möglichkeit ist eigentlich ein Task von der Leitung, diese Sensibilität im Team zu schärfen und diese Verantwortung übernehmen zu lassen. Das ist wirklich ein Arbeitsgast im Team. Und natürlich, es gibt eine Gefahr, dass diese Verantwortungen, diese schönen Begriffe durch den Alltagsstress entfernt werden. Und eine Idee war zum Beispiel, dass die Verwirklichkeit nicht mehr als ein Thema betrachtet wird, als ein Was oder ein Etwas, sondern ein Wie. Das heißt, eine Weise, die entlang aller Abläufe, Prozesse oder konkreten Tasks hier im Büro beeinflussen. Es ist wirklich so eine Weise zu arbeiten. Zum Beispiel die Gästenallee hat auch eine Weise, diese Vermittlichkeit strukturell zu ankern. Das ist mit vielen Sitzungen, aber prinzipiell versuchen sie eine neue Sitzung zu gestalten und ein anderer muss weg, damit man weniger über Prozesse spricht, sondern wirklich so über mögliche Wirkungen in der Institution, zum Beispiel mit betroffenen Menschen für Inklusion. Was noch? Bei Mikrokulturprozessen, sie versuchen natürlich walk the talk, irgendwie kohärent zu sein. Sie haben auch transversale Gruppen, die gemeinsam schaffen, um eine Balance mit Vermittlichkeit und Belastung zu finden. Und bei Nikolai im Südpol, glaube ich, war wichtig, dass diese lernende Organisation oder Fehlerkultur schwierige Momente erleichtert durch Klarheit. Also wer spricht mit wem, wie aufmerksam ist auf der Hierarchie, weil eigentlich wir sind nicht faktuell im gleichen Stand. Und ich habe angefügt auch den Potenzial von der Entschuldigung oder der Ehrlichkeit in den Austauschen. Das heißt, manchmal, wenn man anerkennt, wo das Problem ist, das ist ein großer Schritt vorwärts. Auch in der Gästenallee interessant zu wissen, es gibt in den Pflichtenhäfen einen Teil, die heißt aktiv,
Teilhabe in der Entwicklung der Organisation. Das heißt, es wird wirklich so gefördert und jeder versteht das anders. Jeder Angestellte hat eine gewisse zusätzliche Aufgabe, zum Beispiel Awareness oder Nachhaltigkeit, die zum Beispiel bei dem Hausmeister gelandet ist. Wollt ihr etwas ergänzen? Schon gut. Matthias auch. Okay, sieht gut aus. Danke. Vielen Dank, Guillaume. Und dann kommen wir jetzt zu der vierten Gruppe. Salome, du hast dich bereit. Genau. Mhm. Ja, hallo zusammen. Wir haben auch zur Zusammenarbeit diskutiert in Kombination, wir haben Belastbarkeit und Diversität gewählt als Themenblöcke und die zusammengenommen. Ja, genau. Und es ging eigentlich darum, also die, irgendwie waren die für uns zwei Begriffe, die irgendwie zusammengedacht auch werden müssen oder können. Und wir haben ein bisschen angesprochen, so was im Moment auch passiert oder vielleicht auch schon davor in der Szene, in der freien Szene, wo immer mehr Leute auch ausfallen an den Häusern beispielsweise, weil sie überfordert sind mit der Arbeit, weil sie Burnouts haben. Und wir haben es einfach genau, also um die Frage quasi, wie wählt man neue Menschen aus in die Teams und auch wirklich schauen, was sind die Ressourcen, die diese Menschen auch mitbringen und wo brauchen sie Unterstützung auch oder Begleitung und dass man quasi dort auch eine Sensibilität, also dass es sehr wichtig ist, dass man auch schaut, wie kann man auch zum Beispiel junge Leute, die dann neu einsteigen mit irgendwie Visionen, irgendwie, wie kann man die richtig begleiten, dass sie dann eben nicht ausgebrannt werden oder von einer, also dann auch als Vorstand beispielsweise von einer Institution, dass sie dann eben nicht irgendwie verbrannt werden und genau, dass eigentlich das Gegenteil erreicht wird. Also quasi, dass es einfach dort eine sehr große Sensibilität braucht. Genau, aber das ist ja auch ein, also oder wenn man zum Beispiel sagt, okay, wir wollen nicht immer die immer gleichen Leute, die dann vielleicht schon 20 Jahre im Business sind und dann dadurch auch eine gewisse Erfahrung vielleicht auch mitbringen, wie kann man da gut irgendwie zusammenarbeiten und sich da gegenseitig inspirieren und irgendwie, ja, das zum Beispiel. Ich weiß gar nicht, was sonst noch, vielleicht kann da jemand von meinem Team noch mitsprechen. Will da jemand noch aus der Gruppe ergänzen? Ja, und vielleicht schon einfach, dass es wirklich diese Belastbarkeit ist schon einfach ein sehr, von meiner Praxis und von meinem Arbeitsalltag, den ich irgendwie so kenne, auch mit irgendwie diesen Spontanitäten, die man an den Tag legen muss und irgendwie die Abenddienste, die wir als kleines Team alle selber zum Beispiel erledigen und dass da schon irgendwie, es hat immer diese mega intensiven Phasen gibt und so und ich finde das voll, also es ist ein sehr schwieriger Punkt irgendwie auch, also der ist hier, wie das so steht, auch irgendwie so, würde ich total unterschreiben und so, aber wenn ich dann so, also ehrlich gesagt, eben teilweise an den praktischen Arbeitsalltag denke, sehe ich einfach viele Herausforderungen, also es ist ein sehr auch schwieriger Punkt ist dann effektiv in der Praxis so, und dass es wichtig ist, sich dem anzunehmen und Lösungen zu finden, aber ja. Danke, Salome. Ich frage schnell noch Marcel, Urs, habt ihr Ergänzungen dazu? Ist nicht der Fall. Schau schnell auf die Uhr. Vielen Dank für, es war jetzt auch wieder ein Tempo. So ehrlich müssen wir uns dafür entschuldigen, jetzt, dass wir so ein Tempo machen. Ich habe jetzt noch an alle die Frage, hat jetzt jemand noch Fragen oder Anmerkungen nach all diesen Kurzberichten aus den Gruppen? Jetzt haben wir noch Zeit dafür. Ist nicht der Fall. Auf dem Pad sind keine Fragen, habe ich gerade erfahren. Jetzt kommen wir langsam dem Ende der Veranstaltung zu. Ich würde mal die Frage, hat jemand
Hat jemand vielleicht schon eine konkrete Idee für morgen? Morgen vielleicht nicht, hoffentlich Sonntag. Aber für die nächste Woche, für den nächsten Arbeitstag im Betrieb, was man jetzt so konkret mitnimmt. Das ist nur so auch so ein Gedankenspiel. Oder für die nächste Sitzung vielleicht. Und uns das teilen möchte jetzt. Also ich fand einen Punkt sehr spannend, den Michelle bei uns in der Gruppe eingebracht hat. Sie hat gesagt, für jede Sitzung, die neu dazukommt, um an die Themen ranzugehen, muss irgendwo eine andere Sitzung wegfallen, damit eben dieses Spannungsverhältnis von Belastbarkeit und Verbindlichkeit, dass wir damit gut umgehen können. Und das nehme ich auf jeden Fall jetzt mit für Montag, zu sagen, okay, eine weitere Sitzung, aber wo können wir eine weglassen, um in den Prozessen zu arbeiten und sie nicht ständig auch noch besprechen. Also wo können wir da nochmal die Balance besser herstellen? Das nehme ich mit. Danke, Petra. Ja, für mich fängt es noch fast davor an. Ich finde ganz wichtig, dass wir heute in der Sitzung, wir hatten ja schon mehrere vom Fairspec und verschiedene Themen, die für die Institutionen an verschiedenen Stellen interessant und wichtig sind. Aber jetzt gerade heute ist mir in Sinn gekommen, wie wichtig es ist, aus diesen Runden das überhaupt in die Institutionen zu übertragen und überhaupt erstmal zu informieren, auch im Sinne von Transparenz. Also, dass da jetzt 22 Leute am Samstagvormittag sich zusammenfinden, um das zu besprechen. Ich glaube, wir kommen ja nicht weiter, wenn wir nicht das erstmal an all unseren Stellen weitergeben und überlegen, wie können bei uns die nächsten Schritte sein. Es nutzt nichts, wenn eine Person sich darum bekümmert und immer die Protokolle oder Informationen von Fairspec weiterschickt, sondern es muss ja dann die nächsten Schritte geben. Und das ist mir jetzt so heute extrem ins Auge gefallen und das ist eine Sache für Montag. Danke, Ursula. Also was ich am Montag mache, ich habe jetzt gemerkt, dass sehr viele Organisationen schon dran sind und zum Beispiel andere IGs auch dieses Pflichtenheft für den Vorstand haben und ich werde einfach die anderen im Umfeld kontaktieren und fragen, wo wir da schon profitieren könnten, was schon für Arbeit geleistet wurde und was wir vielleicht ganz einfach übernehmen könnten. Danke. Sind weitere Ideen? Ja, Guillaume? Also ich nehme etwas nicht für Montag, sondern für Mittwoch. Das ist unsere gewöhnliche Teamsitzung. Wir sind jetzt neue Strukturen zu finden bei unserer Teamsitzung und ich möchte gerne berichten, was ich mit meiner Gruppe gefunden habe. Und ich glaube eben zu betonen, wie schön es ist, wirken zu können. Also diese Wirkung kann man teilen und das ist etwas, was man manchmal nicht mehr merkt in einer Institution durch Hierarchie, ah, ich muss die Rezeption machen und verkauft nur Tickets oder macht Kassendienst. Aber eigentlich jeder ist verantwortlich und jeder hat diese Möglichkeit, Sachen zu ändern. Und ich glaube für mich, das ist eine unglaubliche Hoffnung von Empowerment. Und etwas, die ich noch klein anfügen möchte bezüglich Belastbarkeit, ohne zu viel zu bringen. Ich habe kürzlich noch gelesen, dass heutzutage spricht man nicht mehr von Work-Life-Balance, sondern von Work-Life-Blending. Und ich merke auch für mich, so früher von einer Party gestern wegzugehen, um euch um 10 zu treffen, das war auch ein Engagement, das ich gern genommen habe. Aber ich merke, dass für mich so, das betrifft mich mega und das ändert mich auch in meinem privaten Leben, diese ganzen Diskussionen von Fairness. Danke, Guillaume. Sind weitere Wortmeldungen, Statements? Ja, Urs. Wir haben ja das Verhältnis Belastbarkeit, Diversität besprochen. Und bei uns im Team M2Act ist Diversität auch vom Projekt her ganz wichtig. Und wir haben uns im Team auch einen Prozess, wo wir das diskutieren. Und ich nehme mir vor, das aktiv im Team jetzt wirklich nochmal wieder anzuregen, dass wir einen Termin finden. Also wir haben das so First Wednesdays, wo wir solche Sachen diskutieren und dieses Verhältnis vielleicht auch nochmal einzubringen, ganz konkret, dass das nicht untergeht im
im Alltagsgeschäft. So, genau. Ja. Danke, Urs. Weitere Wortmeldungen? Es ist schön, dass ich alle auf einen Blick sehen kann. Ich sehe jetzt gerade niemanden mehr. Jetzt, bevor ich Diana das Wort gebe zum Schluss und zum Abschied, also ich will jetzt gar nicht wagen, das alles zusammenzufassen. Erstens vielen, vielen Dank, dass ihr alle mitgemacht habt an einem Samstagmorgen, was eigentlich ein Wochenende ist und wir alle haben unterschiedliche Lebenssituationen. Also vielen Dank schon mal dafür. Was ich jetzt so herausgehört habe, eben ohne das jetzt sehr schön vielleicht formulieren zu können, dass, wie Guillaume das so schön gemacht hat, gesagt hat, so ohne viel Blabla, wirklich machen, handeln, tun. Und was ich auch heraushöre, vielleicht in kleineren Schritten kommen wir, kleineren, aber konkreten Schritten, ist es eher möglich, als jetzt die ganz großen Ideen und die ganz große Werte schon am Montag oder eben am Mittwoch zu verwirklichen. Und ja, ich wünsche euch allen, eben diese lernenden Menschen und lernenden Organisationen, viel Glück dabei und auch doch viel Freude und viel Kraft. Aber passt gut auf euch auf. Ich gebe an Diana. Genau, jetzt möchten wir uns bedanken für eure Interesse und Engagement, weil nur dadurch können unsere Ideen umgesetzt werden. Und zuvor möchte ich aber noch auf die kommende Festback-Veranstaltung aufmerksam machen. Wir werden uns vor Ort in Bern im Rahmen von Aua wir leben am 7. Mai bei der 8. Veranstaltung von Festback zum Thema Vernetzen von Visionen zu Zielen. Dann geht es wirklich um Maßnahmen. Ihr seid sehr herzlich eingeladen. Dann wir treffen uns in Bern in Brok in diesem Festival und dann werden wir unterstützt für den M2Act. Wir, das kennt dieses Netzwerkprojekt von der Mikrokulturprozent. Und im ersten Teil wird Wiesen gebundelt. Festback erstellt nochmal den Kodex und eine Entstehung vor und darauf basierend entwickeln wir ein Workshop konkrete und hoffentlich immer noch visionäre Zielsetzungen. Und dieses Material wird als Basis für die nächste Veranstaltung verwendet. Und am Anschluss findet eine Disco statt, The Elephant in the Room. Unser Elefant ist aber ein bisschen anders. Er wird sprechen und ihr seid gespannt, wenn ihr vorbeikommt. Und am 11. Juni treffen wir uns zum Thema Vertrauen in Zürich im Kulturmarkt. Diese Veranstaltung wird von Brandy Butler und Mandy Abouchoir konzipiert und durchgeführt. Und nach wie vor, ich konnte den Kodex unterzeichnen, er spricht darüber, helft mir, dass der Kodex bekannter wird und meldet euch für unsere Newsletter. Und wir bedanken uns nochmal für eure Zeit und wir bleiben in Kontakt und wünschen noch ein schönes Wochenende. Tschüss miteinander. Ja, miteinander.